Wir planen einfach mal ein bisschen. Was können wir tun? Das ist echt krass, ne? Das Beton geht echt einiges weg. So. Ach. Geht jetzt doch? Ah, okay, der hat die 6 Minuten gedauert und dann hat er alles fertig gemacht. Ich dachte pro Stück. Was ja nun mal auch echt krass gewesen wäre. So, mehr als 127 kann ich nicht, ne? Weil wegen Schießpulver, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal Schießpulver machen. Nitrat und... Ich weiß es gar nicht mehr. Na, wird er mir hier gleich sagen. Nitrat und Kohle. Oh, wir brauchen Kohle. Ganz dringend. Das heißt, wir müssen demnächst in die Kohlemine, auf jeden Fall. Ha, in die Kohlemine, ey. Das ist doof. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber... Machen wir das jetzt noch? Nee, ne? Machen wir demnächst. Ich will mit euch jetzt erstmal kurz... Dafür muss ich erstmal finden. Das brauchen wir und das brauchen wir. Also, was ich einmal überlegt habe, ist, dass wir natürlich, weiß ich nicht, so eine Art Straße hier hoch machen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Asphalt oder so gibt. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Materialien. Ja, schwarzer Granit haben wir, schwarzes Fenster, Fernseher, Pillendose. Abgehängte Decke, Teppich, Teppich. Teerpappe. Nee, das ist eher Dächer. Hellbraunes Metall. Teppich, Teppich. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt so... Beton, ja, Beton haben wir. Wie machen wir das? Was gibt's denn noch? Alle Seiten färben, Textur, Auswahl. Malerpinsel haben wir ja. Malerrolle. Oberfläche lackieren. Aber in welcher Farbe? Das ist die Frage, ne? Material. Okay, warte, dann machen wir das mal anders. Das ist jetzt so weit weg. Also erstmal, pass auf, erstmal habe ich überlegt, das können wir, glaube ich, schon mal gucken. Die Materialien habe ich gesehen. So wie in so einem alten Tunnel. Da müssen wir mal gucken, was gut aussieht halt. Bemalter Ziegel sieht es nicht so geil aus. Hellbrauner Ziegel auch nicht. Vielleicht sogar große Steine. Weißt du, wie das aussieht? Müssen wir mal gucken. Na, falsch. So. Ach, ich habe auf alles Färben gemacht, ne? Sieht halt, glaube ich, schon ganz geil aus.
So, andere Seite machen wir mal was anderes, um das zu vergleichen. Alter Ziegel, ich glaube, das ist nicht das, was ich meine. Ja, wohl sieht auch aus wie so ein alter Tunnel, aber da finde ich das ganz, glaube ich, ganz. Also geiler. Gucken mal, ob wir noch was haben. Industriefliese? Nee. Fliesen, wo? Oh, nee. Wandverkleidung? Nee, 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 nee. Alte Schindeln wollen wir auch nicht. Keine Schindeln. Fliesenboden. Ich glaube, dann haben wir das, was wir wollen, erreicht. Fußboden. Ich glaube, Teerpappe wird es nicht werden. Das. Ich würde auch gerne nochmal. Nee. Nee. Das können wir so nicht machen. Ich hole mir mal ein Dingenskirchen. Mein Motorrad und dann gucken wir mal irgendwo Asphaltstraße. Oder wir machen es noch dunkler. Hier war ja, glaube ich, Asphalt. Sieht halt nicht so schön aus eigentlich, ne? Ist auch mehr Stein, als das Asphalt ist. Okay, die nimmt er jetzt auch nicht, oder was? Texturauswahl. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann mir das irgendwie hier raussuchen, aber... Kann ich anscheinend nicht. Vor allen Dingen, wie machen wir das mit den Strichen? Oder machen wir überhaupt Striche in die Mitte? Jetzt habe ich die natürlich auf mich aufmerksam gemacht, ne? Naja, das passiert, wenn man dumm ist. Okay, das heißt, entweder machen wir es einfach dunkler. Ich glaube, die sollte ich wegmachen. Da. Keine Ausdauer mehr, ne? Ich glaube, die da hinten hole ich mir auch gleich mal, weil die werden ja auch irgendwann bei mir aufkreuzen. Ja, entspann dich. So. Texturauswahl. Materialien. Entweder nehmen wir Pillendose Seite. Das sieht ja, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Probieren wir gleich mal eben. La, la.
Oder Fernseher, wir laufen in dem Fernseher. Fernseher ist gut. Ist ein bisschen, glänzt ein bisschen sehr, Alter. Keiner hat so eine Straße. Da ist fast Pillendose besser. Haben wir denn noch? Schwarzer Granit, den könnte man natürlich vielleicht noch nehmen, aber wohl nie. Da schon fast der Fernseher. Abgehängte Decke. Nein. Nein. Teppich. Nein. Nein. Wohl den könnten wir probieren. Was ist das? Grauer Beton. Ne? Grauer Beton haben wir ja. Okay, warte. Ich guck mal, ist der anders, der graue Beton? Ja, ist er. Aber reicht mir das? Nö. Also ich würde fast sagen, die Pillendose wird's. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Boah. Wohl die Pillendose hat auch so eine komische. Das hier ist halt aalglatt, ne? Aalglatt. Gehängte Decke war das, genau. Metall. Nein. Nein, 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 das darf nicht sein. Hier, Teerpappe fand ich scheiße. Pass auf, gut, dann wird's die Pillendose. Teppich, Teppich, grauer Marmor. Oder halt lackieren, aber das geht ja hier irgendwie nicht. Oberfläche lackieren. Kann ich jetzt hier eigentlich Texturauswahl mal machen? Aha, das geht dann. Aber nicht die draußen, oder was? Ah. Wir gucken mal. So. Dann würde ich allerdings auch noch, müssen wir auch noch mal eben machen, was ist die dünnste Platte? Die, ne? Plattenaufstieg, okay. Ach, die geht ja auch. Wir sind ja auch in der Schräge. Ach, alles, was ich will, geht nicht. So einfach nur eine schräge Platte. Das hier? Schräg mit Spitze. Nee, muss nicht sein. Einfach nur schräg. Platte diagonal. Die wird nicht passen. Wegen der Neigung. Die vielleicht. Ich muss gucken. Ach nee, weil das ja auch abgeschrägt ist, kann ich hier nicht noch einen raufsetzen, ne? Schade, 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 schade. Ich hätte jetzt gern hier nämlich so noch raufgesetzt, so als Fußgängerplatte. Wisst ihr, wie ich meine?
Dann muss ich es nur malen. Dann muss ich es nur malen. Aber jetzt kommt auch wieder, wie male ich denn jetzt so ein Beton, das hier, Betonzierleiste, Betonmauer. Ja, wäre geil, aber warum macht er jetzt nochmal alles? Weil ich das so ausgewählt habe, ne? Muss ich jetzt einmal den da rausnehmen? Ist das dann wieder weg? Das wäre sonst doof. Okay, dann machen wir es nämlich wieder so. Da probieren wir es gleich nochmal, ob wir da auch so eine Fuge hinkriegen, so wie auf der Seite. Das wäre cool. Dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Fußweg, der hier hochgeht. Und das wird unsere Street, auf der wir fahren. Geil wäre noch so ein weißer Strich. Den wir da so raufsetzen könnten. Das wäre auch noch geil. So, was war das? Betonmauer. Glaube ich. Ah, shit. Er macht diese Fuge nur auf der einen Seite. Ist da auch schon der Kacke. Das ist nur Beton. Betonblöcke. Das haben wir jetzt. Wenn wir das hier nehmen. Sieht's halt kacke aus. Ist alles gar nicht so einfach, ne? Gips. Wir machen einfach Gips. Das sieht doch aus wie so eine, genau, eine einzelne Platte. Läuft doch. Halt die Frage, machen wir hier das noch irgendwie farbig oder so? Guck mal, da wird ja auch mal endlich die Farbe leer, die wir gemacht haben. Also jetzt könnten wir auch, wie war das, Oberflächen lackieren. Zack. Kann man das nämlich schon machen. Schon mal gut. Brauchen wir natürlich wieder Beton und so. Oh, das ist noch was anderes als das. Das sehe ich jetzt erst. Ich male die ganze Zeit wie so ein Ochse. Scheiße, ist das Falsche. Die ist es, ne? Na. So.
Keine Farbe mehr. War klar. Müssen wir wieder Farbe machen. Mann, bin ich manchmal dumm. Und hier jetzt noch so in der Mitte einen weißen Streifen. Geht sowas überhaupt? Ich wüsste jetzt nicht wie. Vielleicht wisst ihr das. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Dass man hier wirklich so eine Straße macht oder so. Wie war nochmal Farbe? Chrysantheme und trübes Wasser. Das sollten wir da haben. Oder auch nicht. Dann holen wir mal eben was. Das hat was. Oftmals ist es nicht gleich ins Wasser knall bei dem Nebel. So. So. Falschen Knopf gedrückt. Finde ich schon gut. Es macht mehr her als einfach nur Betonwand. Alter, was ist da denn passiert gerade? Voll geleckt. Grüße Team, grüße Team. Am Feuer mache ich das jetzt hier. Farbe. Ja. Wie viel waren das? 100. Farbe sollten doch erstmal reichen, oder? Schon. Dieser Themen kommt wieder hier rein. Sehr gut. Ich glaube, das war's, ne? Für Beton. Okay. Ah ne, brauchen wir nicht. Einfach alles. So. Alles weg. An Zement. Und wir haben noch Steine. Das heißt, wenn dem... erstmal noch machen. Das heißt, wir können noch, aber gut, wir müssen trotzdem holen demnächst. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Hallo. Oh. Oh, ein paar.
glaube, das war's. Ach, schon wieder vorbei hier die Folge gleich. Oh Mann. Stahl könnten wir auch mal wieder in Produktion schicken, oder? Eisen, da unten ist Eisen, glaube ich. Ne, hier, guck mal hier. Na, da ist schon einer, guck. So, Folge vorbei. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben bitte. Wenn ihr neu seid, Alter, und den Quark hier nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren und natürlich Abo dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bis dann.